Irgendwie. Aber eigentlich auch nicht. Attaboy. Check. What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Raiden here. I've taken Marshal HQ. Yeah, yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Невозможно! Impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23, if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus. Ja, gut, dann gehen wir halt mal ins Weltraum dafür. Das ist die logische Schlussfolgerung daraus. Also, naja, die letzte Möglichkeit irgendwie auch, aber trotzdem, wow, okay. Spezial-Cyber-Körper Desperado-Version freigeschaltet. Scherenklinge Bloodlust. Okay. Naja, die Scherenklinge von ihm war jetzt ja... Nee. 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 Oh, erstmal Körperanpassung. Ach so. Ist aber dasselbe wie normaler. Das, oh ja, das ist nur andere Kleidung, brauchen wir jetzt gerade nicht. Oder kann ich da noch was verbessern an meiner Ansicht? Nein. Okay, dann... Nehmen wir die Hauptwaffe, gibt es da noch was verbesserungsmäßig? Ja, natürlich. Kraft plus 2. Gerne. Energie, bisschen besser, ist auch nicht schlecht. Oh, mehr Kraft. Ich werde sowieso am meisten auf die Hauptwaffe gehen, ne? Deswegen kann man die ruhig voll upgraden. Wenn wir das gerade können, was wir offenbar gerade fast können. Naja, gut. Sekundärwaffe ist eigentlich alles egal. Leben und so. Jetzt haben wir eh nicht mehr genug. Ah doch, doch, doch. Ausdauer. Machen wir natürlich noch. Gut, 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 gut. Das passt soweit, damit machen wir ordentlich mehr Damage und alles und jeder ist glücklich und alle singen und irgendwie sowas. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. This kind of space launch once required days of preparation.
Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies closing fast! Is it? Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming! EMP? Yes, but not strong enough to take out the drone. Here they come! I'll handle this. Raiden! Have a nice flight. And people say Germans aren't funny. Chopper around. It's easier said than done, you know! Raiden! Sorry, my friend. Your sacrifice will not be forgotten. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. Hmm? It's time you got out of Denver. Ja, okay. Das war eine irgendwie... War das bedeutungsvoll? Ich weiß nicht. Ich hätte das gern selber gesteuert. So ein Duell auf dem Flugzeug wäre echt geil gewesen, aber offenbar lässt mich das Spiel nicht. Von mir aus machen wir hier mal kurz einen auf Donatello. Ich weiß gar nicht mehr, wer davon das konnte. Egal. Bam, 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 bam. Na, wie sieht's aus? Dreh ich mal kurz das hier. Dankeschön. Aua. Wow. Ich hab wieder eine. Wahaha. Oh
Und nochmal eine. Und nochmal eine. Aus einer Leiche, aber egal. Und da tun wir nochmal ein bisschen den Fuß abschrauben und alles andere abschrauben. Ah, no problem at all, ne? Okay. Dum-da-dum-da-dum. Raiden, are you all right? I can handle this. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado, too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal. What's left of it. 2 Stunden ist doch zu lang, oder? Mach ich das nur? Na, ich muss irgendwie aus Denver entkommen. Nee, ich kann nicht gegen 3 gleichzeitig kämpfen, glaube ich. Also ich hab's noch nie gemacht, glaube ich, aber... Au! Erfahrungswerte zeigen jetzt schon, dass es nicht unbedingt so gut geht. Da! Nope. Schade, dass die anderen dafür nicht getroffen werden, ne? Die! Okay. So geht das natürlich. Ah, sehr schön. Kam noch nicht mal... Nein! So geht's natürlich auch. Ich kann nichts abwehren, was ich nicht sehe. Nope. Ich habe eine Trophäe erhalten. Für was? Okay. Und das haben wir auch gleich. Thank you. Einer noch? Okay. Nicht. Nicht, I say. Das war zu früh. Da hat er nicht mal mehr was gemacht. Dankeschön. Ja. Ach Mann, oh. Ich kann da nicht runter durch. Das hat auch nicht gebracht. Okay. Danke. Es ist immer am schwersten, noch den letzten zu besiegen. Das ist eigentlich nicht kein Unterschied zu den anderen. Dankeschön. So, macht man das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Raiden, beinahe gute Arbeit. Ein bisschen weniger Verletzungen wären ganz gut gewesen. Aber naja, man kann nicht immer alles haben, ne? Und ich muss darum, okay. I got it. Geht sicherlich massig hier zu erkunden und so, aber... Schauen wir mal zuerst, dass wir hier weiterkommen. Wieder ein Gegner-Rush im Prinzip. Ich wollte eigentlich nicht... Ja, irgendwie bin ich dem ausgewichen. Ich könnte nicht mal sagen, wieso. Oder wie, oder wieso auch immer, oder... Bam, so. Bullseye. Fällt mir... Gibt's noch jemanden? Irgendjemand hat doch noch auf mich geschossen, ne? Da... Das war doch ein Sterbe. Symbolischerweise werde ich den mal dafür töten. Meine Hände sind kalt. Ugh, ich hasse das. Hi. Und bam. Thank you. Nope. Habe ich genau gesehen, mein Guter. Nein, Quatsch, das war... Kompletter Zufall, aber. Why not? Bam. Ich mag die Musik. Bei der Musik kann man richtig schön ernst kämpfen. Ja, 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 ja. Dup,
Wie gesagt, ich habe die Musik auch als MP3 auf dem MP3-Player und ich höre mir gerne an, auch während der Arbeit oder sowas. Es ist gut, da kann man gut nebenher programmieren. Oh. Ja, wir sind ja nur noch in Amerika, you know.